Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft Mod-Vorstellung. Und heute habe ich euch für euch die Crazy TNT Mod mitgebracht. Das Ganze ist gemacht für die Version 1.8.9. Und ja, wir kriegen ganz, ganz viele neue TNTs hier raus. Zuallererst, wir haben hier erstmal neue Items, nämlich Gunpowder Ore. Sieht aus wie Kohle aus, das heißt, wenn ihr das abbaut, bekommt ihr Gunpowder raus. Gibt es auch hier so einen Gunpowder Block. Und wir haben hier noch Gunpowder Seeds. Und die funktionieren genauso wie normale Seeds. Das heißt, ihr könnt die anbauen und so und ernten. Dann kriegt ihr wieder Gunpowder raus. Und ja. Dann haben wir noch so einen Invisible Block. Ich weiß auch nicht, ob man hier dabei ist. Das ist unnötig eigentlich. Unnötig. Okay. Also, wo er dabei ist. Ich kann es mir nicht erklären. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen an mit dem TNT. Und ja. Nuke TNT haben wir, Mega Nuke, Random Blocks TNT, Lava TNT, Butter TNT, Island TNT. Verstehe ich die mal nicht. Das sage ich gleich warum. Dann Configurable TNT, Antimatter TNT, Arrow TNT, Egg TNT und LolXD TNT. Gut, und wir brauchen ein Fahrzeug. Richtig. Ja, sehr gut. Also, Nuke TNT. Halt ihr mal hier hin, das sieht dann so aus. Und das TNT verschwindet und müsste ich nicht so wie groß, also viermal so groß wie ein normales TNT, würde ich sagen. Ja. Dann Mega Nuke TNT. Und ich glaube, ich mache das von die Songs. Ja? Einen Sound hat. Richtig cool. Und ja. Unterhalb ist richtig laut. Oder wird das eine heftige Explosion sein? Yo! Boah, heftig. Okay, so muss es doch nicht, aber Feuer ist auf jeden Fall dabei und boah! 7 FPS. Alter, 3 FPS. Ich brauch das hier. Oh mein Gott. Ja, gut. Dann Random Blocks TNT. Wir werden zünden, das sieht aus wie so ein Geburtstags TNT aus. Und ja, daraus kommen wir so ein paar Random Blocks einfach so raus. Eine Android Chest haben wir, Chris Marine haben wir, CDR haben wir, so ein Schild. Cool Ore haben wir hier, Eisenerz, ein Pisten, Schleimblöcke, Ranken, die einfach in Luft schweben. Ein Dropper haben wir, Notblocks haben wir, und Command Block, Diamanten, Kessel haben wir hier, Lapis, ein Endportal haben wir auch und noch ein Command Block hier. Und ja, das wär's. Random Blocks TNT, wir haben Blöcke beschworen. Dann Lava TNT. Ja, wir zünden. Und da wird einfach so ein kleiner Lavasee gespawnt. Ja. Sieht so spektakulär. Einfach hier so ein kleiner Lavasee. Oh, weiß nicht, wo man es braucht, aber ist halt mit drin. Dann Butter TNT. Mit diesem TNT können wir einfach ein paar Blöcke farmen. Und ja. Mehrschichtig. Und hier den ganzen Goldblöcke. Ja gut. Wir sind Goldblöcke farmen. Und ja. Dann Island TNT. Wird dann so aussehen. Einfach hier so ein Quadrat mit Wasser. Und war nicht. Jetzt nicht so spektakulär, einfach eine kleine Insel einfach so, aber ja. Den Dingen sieht das schon etwas cooler aus, dass man so einen Baum drauf hat, aber. Sieht natürlich auch das beste TNT jetzt immer so als hier, weil wir sind glaube ich zu viel denn. Okay, ich würde sagen ein Tiger oder so, ne? Das ist irgendwie zu Eis. Gut, dann Configurable TNT. Und für dieses Configurable TNT brauche ich irgendwie eine Wrench. Ja.
Ich konnte das mich jetzt verändern, wenn wir draufklicken. Dann wird die Explosion Size 2, 1. Wenn wir das jetzt zünden, dann wird es ganz süß. Einfach hier so ein 3x3 Feld mit wegbringen. Ah, das kann man natürlich noch hier verändern, zum Beispiel zu 5. Dann wird der Knall schon etwas größer. Ja, ich würde sagen, das ist TNT, ja. Ich würde sagen, das ist TNT. Normales TNT. Und wir können natürlich auch zu 8 ändern. Dann ist jetzt auch noch ein bisschen größer. Boah. Ist auch nicht so groß, aber. Ja, gut. Dann Anti-Matter-Bomb. Da macht mir ja die Sounds auf, als ob er so einen Sound hat. Also, hört sich irgendwie so ein Staubsauger an. So, Anti-Matter-TNT. Und dann gab es so einen riesen fetten Knall. Und ja, Staubsauger. Und so, oh, das hat ein Bad überlebt. Das sieht schon etwas heftiger aus. Und ja, das waren die TNT von der ersten Seite hier. Zurück und dann machen wir die restlichsten hier. Arrow TNT. Die ist so kein Spektakulär. Wir haben schon langsam die Ideen aus hier von dem TNT hier. Aber trotzdem, cooler Mod. Wir fallen einfach durch die Luft. Fliegen und ja. Dann noch Eck TNT. Mal das jetzt zünden. Machen ganz viele Eier und Hühner raus und ja. Wollen eine kleine Hühner vermachen, das ist schon etwas sinnvoller, wenn man Hühner einfach hat. Und ja. Und als letztes, das ist wirklich total sinnlos. LOL XD TNT. Wenn ich das nämlich zünde, dann. Double XD. Ja, bisschen sinnlos, aber. Man kann immer ein paar Kohle mitfahren, ne? Das ist ja Kohleblöcke eben gemacht und auch schon. Bisschen Kohle mit Pharma und total sinnlos als TNT. Gut, dann sind wir mit allen TNTs, glaube ich, durch. Das sind noch zwei Items hier: Chip und Secret Water. Wir brauchen das, diese Items brauchen wir für das Configurable TNT, das hier. Brauchen wir dafür das Scruffing-Rezept und. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abo nicht vergessen und tschüss.